Heute schauen wir uns die Demo-Version von Pioneers of Pagonia an. Wenn du damals schon die Siedler-Teile geliebt hast, Siedler 1, Siedler 2, dann wirst du hier bei Pioneers of Pagonia richtig glücklich werden. Denn der Erfinder der Siedler-Serie, Volker Wertig, hat hier nochmal richtig Gas gegeben und Back to the Roots, das gute alte Siedler-Game, nochmal aufleben lassen in Pioneers of Pagonia. Ja, und wir gehen direkt rein. Ich habe noch gar nicht reingeschaut, bin also auch mega gespannt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier direkt eine der ersten Karten. Nehmen wir einfach mal hier die Mitte. Karte, feuchtes Grasland, trockenes Gestein. Nehmen wir einfach mal die Mitte. So. Ja, und wir starten jetzt hier auf der neuen Map. Und ich muss mich tatsächlich erstmal zurechtfinden und schauen, was uns denn jetzt hier erwartet. Das ganze Game kommt in den Early Access ab den 13. Dezember schon. Also es ist gar nicht mehr so lange hin. Und bis dahin wird auch noch fleißig weiter dran gearbeitet an dem Game. Und es existiert auch schon eine Roadmap mit weiteren Plänen. Zum einen eben bis zum 13. Dezember und dann aber auch erstes Quartal 2024, also was da als Ziel quasi gesetzt wird, was noch dazukommen soll und was eben alles noch bis zum zweiten Quartal dazukommen soll. Ich blende das einfach mal kurz hier ein. Hier sieht man schon mal ein wenig. Also neue Fraktionen sollen reinkommen, verschiedene Aufträge, mehr Entdeckungen. Dann Konflikt und Kampf, das ist zurzeit noch nicht drin jetzt hier in der Testversion. Also gegnerische Lager kommen mit rein, verschiedene Gegnertypen sollen eben auch noch mit reinkommen, dass man dann eben auch ja so NPC-Gegner dann hat als Herausforderung sozusagen. Des Weiteren wird an der Kartenerstellung auch noch gearbeitet, so sollen dann auch prozedurale Karten mit ins Game kommen. Anpassungen von Geländeeigenschaften sowie Anpassungen von Schwierigkeiten. Das Wirtschaftssystem wird weiter ausgebaut, so soll zum Beispiel ein Handelssystem noch mit reinkommen und Nahrung für Minenarbeiter sowie mehr Gebäude. Und was für das erste Quartal 2024 schon geplant ist, das seht ihr hier unten. Zum Beispiel die Fischerhütte oder Untertagebergbau. Und was natürlich auch noch richtig spannend ist, kooperativer Gameplay-Modus. Das wird natürlich richtig gut. Also schauen wir doch mal rein, wie es denn jetzt hier losgeht, was wir als erstes machen müssen. Das Ganze blind zu starten. Ich bin echt gespannt, ob das so ein bisschen intuitiv ist. Ich starte einfach mal mit einer Straße vielleicht. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier vorne haben wir Holz und Beeren. Einmal. Okay, okay, jetzt kann ich direkt weiter. Will ich denn weiter? Ich glaube noch nicht. Und sie ist gebaut. Perfekt. Jetzt ist die Frage, kommen da schon Leute raus oder noch nicht? Dann haben wir hier Erkunden. Was haben wir hier? Holz und Stein. Nahrungsmittel. Oh, okay. Eine Sammlerhütte. Die machen wir doch mal direkt hier vorne hin. Und wir können die... Können wir drehen? Ja. Ich kann dann einfach drehen. Rechte Maustaste. Einfach gedreht. Dann ist es da connected oder wieder da oder abbrechen. Ja, cool. Also, ne, so, gedrückt halten. Und wir connecten das einfach mal hier dran. Ich mache das mal hier am Ende ruhig. So, eine Sammlerhütte. Ich frage mich, ob die Leute hier auch rauskommen. Oder muss ich erst eine Base bauen? Was haben wir hier? Erkunden. Einen Wachturm. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie schon raus. Da geht jetzt schon los. Jawohl. Verschiedenste Typen, verschiedene Gesichter, man kann es ganz gut erkennen. Ganz unterschiedliche. Ja, sehr nice. Und die ersten schleppen auch schon das Holz hier und die Arbeiter kommen. Perfekt. Also, dann legen wir direkt los hier. Wir brauchen erstmal die Basics. Holzfällerhütte brauchen wir natürlich auch. Ich versuche das, glaube ich, mal so ein bisschen weiter außerhalb zu machen, ne? Heißt also, wir nehmen nochmal direkt eine Straße und ziehen die vielleicht mal von hier aus. Einmal so und dann einmal so rüber.
Dann haben wir hier so eine Art Hauptstraße schon mal. Und machen hier hinten dann eine Holzfällerhütte hin. Also ohne Witz, ne? Das ist einfach dieses Feeling von den Siedler-Games, dieses entspannte Aufbauen. Holzfäller, da braucht man natürlich ein Sägewerk in der Nähe. Kriegen wir das direkt gegenüber hin? Ich mache das auch mal nach hier unten. So, direkt dran. Guck mal, hier connectet es auch. Und man kann auch nicht irgendwie, ja, perfekt. Das ist jetzt ein größeres Gebäude. Und ich mache das auch direkt anschließend, ohne Platz dazwischen. Dann, was haben wir hier? Einen Förster, den machen wir direkt gegenüberliegend, wenn es denn geht. Oh, da müsste ich jetzt hier die Straße... Wait a minute, kriegen wir hier ein bisschen... Kriege ich hier noch Straße hin? Ohne was abzureißen? Nee, ne? Aber doch nach da oben. Ohne Bäume dann nach da oben. Kriegen wir den Förster? Oder kann ich denen sagen, sie sollen was abreißen? Wisst ihr was? Wir lassen den hier erstmal ein bisschen holzen und dann kommt später der Förster. Was haben wir hier? Ein Steinbruch. Ist das Stein? Das ist Stein. Alles klar. Dann machen wir doch hier direkt den Weg. Ziehen wir von hier aus. Hier oben hin. Zack. Steinbruch. Jetzt ist natürlich die Frage, brauchen wir das alles am Anfang schon, ne? Oftmals war es ja so, dass manche Sachen zu früh gebaut dann dafür sorgen, dass uns Materialien fehlen. Ich hoffe einfach, das klappt im Moment noch so. Ich mache auch mal ein bisschen leiser, glaube ich. Die Musik ist da doch ein bisschen laut. So. Also, das sieht doch schon gut aus. Sie kommen hier alle rausgewuselt. So soll das sein. Richtig viel. Gibt es sowas wie ein Haupthaus? Eine Stadthalle? Steinmetz? Warte mal, jetzt hatten wir hier einen Steinmetz, einen Steinbruch. Einen Steinbruch und einen Steinmetz. Steinmetz, Steinmühle. In der Steinmühle wird Zement. Uff. Uff. Baustellencamp. Unterkunft für Bauarbeiter. Das machen wir mal. Und zwar machen wir das relativ mittig hier. Ich glaube, ich mache das hier so einfach hin. Für die Bauarbeiter, damit die nicht so weit rennen müssen. So, erkunden, das machen wir noch nicht. Nahrungsmittel ist wichtig. Wir haben eine Sammelhütte und sie sammeln auch schon. Flachs wird gesammelt, Himbeeren werden gesammelt. Steinpilze, jawohl. Und es wird Feuerholz gesammelt. In diesem Radius. Ah, okay. Gut zu wissen. Hätte man das vorher sehen können? Sammelhütte? Nee. Sieht man vorher nicht. Okay, also es ist dieser Radius, in dem gesammelt wird. Fokuspunkt festsetzen. Ah, okay. Auch interessant. Fokuspunkt festsetzen. Also mehr in dieser Area sammeln und nicht so random. Perfekt. So, weiter geht's. Was haben wir noch? Was gibt es noch? Erstmal alles kennenlernen. Ist doch klar, oder? Erstmal alles kennenlernen. Kleines Wohnhaus. Okay. Wohnhaus. Proviantmacher. Ein Marktbrunnen. Marktstand. Eine Taverne. Tavernentische? Nee. Das ist ja detailliert. Kupfertagebau? Kohletagebau? Oh, gibt es viele Sachen. Wow, eine Weberei? Lederwerkstatt? Münzprägerei? Wofür Münzen? Es war mal in den ersten Teilen so, dass die Münzen für die Soldaten waren, ne? Gildenhaus. Bildet Arbeiter aus, indem sie mit Werkzeug ausgestattet werden. Das Gildenhaus, okay. Werkzeugschmiede. Holzwerkstatt. Waffenschmiede. Rüstungsschmiede. Militärakademie. Gibt es schon? Anscheinend. Arkane-Akademie.
Mystische Einheiten. Oh, hier, Lager und Handel. Lager, überschüssige Ware und Schatzkammer. Lager, Münzen und ähnliches. Lager benötigt Nadelholzbalken. Wait a minute. Laubholz? Nadelholz? Nee. Okay, das ist ja wieder wild. Oh, das ist ja abgefahren. Kann ich hier eigentlich Leute festlegen? Also kann ich hier sagen, okay, ihr Arbeiter, ihr geht jetzt dahin. 80 Stein. Nee, das machen die von alleine, ne? 80 Stein, Kalkstein und Stein. Okay, sie legen los, haben sich die Spitzhacken geholt und jetzt wird losgelegt, jetzt wird es gehackt. Hack. Sehr gut. Einfach gut. Einfach gut. So soll das sein. Perfekt. Aber wir brauchen trotzdem ein Lager hier. Und zwar hätte ich das gerne... Ich glaube, ich mache das gegenüber hier von diesem... Auch wenn ich das noch nicht kann. Oh, wait. So klein ist das. Kann ich das größer ziehen? Nee. Das ist das Lager? Kann man das upgraden? Kategorie alles. Lagert überschüssige Waren. Bestand. Alles. Lagert Holz und Co. Das sieht klein aus. Vielleicht machen mehrere kleine Lager Sinn. Durchaus möglich. Durchaus möglich. Was bringt denn das hier? Baustellencamp. Unterkunft. Ach so. Häuser muss ich bauen. Häuser muss ich bauen. Und die machen wir mal. Die Häuser, die machen wir mal. Vielleicht machen wir die einfach mal hier so in diesem Bereich. Oder ich mache hier nochmal eine extra Straße für Häuser. Wie wäre es so von hier aus? Dann haben wir jetzt hier beides gleich so parallel. Ah, so, machen wir es mal ungefähr so. Zack. Und dann machen wir hier erstmal direkt ein paar Häuser dran. Wohnungen. Kleines Wohnhaus. Nadelholz. Ich brauche ganz viel Nadelholz. Ich bin hier bei dem... Das muss leider alles abgeforstet werden. Apropos abgeforstet, ich muss forsten. Aufforsten wieder. Wir fangen mal hiermit an. Eins. Zack, einmal drehen. Und direkt gegenüber. Zwei. Oh, wait. War das jetzt richtig? Kann ich es wieder abbrechen? Es ist einfach weg. Okay. Kleines Wohnhaus. So, jetzt ist der Pfeil nach vorne. Und hier geht es nicht. Ah, schade. Okay. Ja. Wegen dem Strand hier, ne? Aber dann machen wir das hier. So, vier Häuser erstmal für den Start. Die Leute legen los. Und als erstes dann hier oben auch noch direkt noch ein Förster. Ich glaube, ich mache den jetzt einfach hier gegenüberliegend. Dass wir hier Holzfäller, Sägewerk haben wir, Forsthaus. Dass wir das einfach hier direkt gegenüber haben. Das ist doch passend. So. Hier ist ein Radius. Sehr schön. Oh, schön groß. Da kann er Gas geben. Und wir sagen, er soll... Aufträge. Feuerholz holt er auch. Laubholz. Wir lassen ihn mal einfach alles machen. Er benötigt aber Wasser, kann das sein? Lagerbestand? Ja. Er benötigt Wasser. Und Wasser hatten wir doch gerade schon mit diesem Brunnen. Das hier. Marktbrunnen. Der ist klein und den machen wir erstmal hier so. Oder nehmen die Bauarbeiter? Ich mache das mal neben das Lager. Relativ zentral auch. Alter, es geht so los. Wie sie alle am Wollacken sind. Schwer am Malochen. So soll das sein. Ist das gut, ey. Ist das gut. Und ohne Witz, gerade auch, dass jetzt nicht irgendwie, also jetzt im Moment zumindest, dass man nicht irgendwelche Gegner hat,
macht es auch super entspannt. Also nicht, dass man jetzt irgendwie befürchten muss, dass man hier auf einmal angegriffen wird oder sowas. Macht das Ganze super entspannt. Man kann einfach mal hier schön die gesamte Map erkunden, alles schön zusammen und auseinanderbauen und aufbauen. Richtig, richtig gut. Und optimieren, ne? Jetzt guckt, jetzt sieht man hier schon bald Stau. Jetzt wäre tatsächlich schon zu überlegen, ob man noch andere Straßen macht, andere Wege, damit hier nicht so ein Stau entsteht. Oder vielleicht die Straße upgraden, vielleicht gibt es sowas ja auch. Später vielleicht, gucken wir mal. Ein Wachturm. Entdeckerposten. Zuhause von Entdeckern. Die mit Rationen, die habe ich noch nicht, dafür gibt es so einen Rationenhersteller, auf Reise gehen, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Ja, das ist, aber auch hier wieder Nadelholz. Also jede Menge Nadelholz. Oh, was ist hier? Was ist hier? Ist er geflohen? Ich glaube, er ist geflohen, ne? Er ist von dem Wildschwein abgehauen. Ich glaube, er ist von dem Wildschwein abgehauen. Er hat alles liegen lassen und ist abgehauen. Ob ich einen Jäger bauen... Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Oh, das müssen wir... Oh, wie machen wir das denn? Die bringt alles ins Lager. Das ist ja cute, aber das ist natürlich auch Stau. Theoretisch müsste also ein Lager auf der anderen Seite sein, damit die nicht hier immer rüberrennen wollen und damit den Fluss unterbrechen. Oh, das ist ja interessant. Das ist ja witzig. Zwei Richtungen. Und wenn sie auf einmal alle langkommen, dann gibt es Stau. Das ist ja interessant. Ich frage mich eh, wie viel hier in dieses kleine Lager reingeht, ne? Oh, guck mal hier, der Brunnen. Stück für Stück aufgebaut. Sieht man das? Ja. Gleich sind wir bei 50%. Die schweren Steine werden reingekloppt. Ja, 50% haben wir. Und es wird weiter gehämmert. Sehr gut. Oh, bisher haben wir fast nur Beeren, ne? Alles an Holz und so wird sofort weiterverarbeitet. Oh, der Förster sieht ja auch gut aus. Guck mal hier. Ach, sehr schön. Ja, sehr cool. Einfach so mit dem Baum. In den Baum rein. Überall so kleine Setzlinge noch vorne vor. Ja, sehr schön. So, wo ist der Brunnen? Da ist er. Und da sprudelt er mit einem großen Fisch. Top. Zentrum des Marktplatzes stellt Trinkwasser für Genussmahlzeiten zur Verfügung. Genussmahlzeiten. Zentrum des Marktbrunnen. War das notwendig? Gibt es noch einen anderen Brunnen? Gucken wir mal eben bei der Lebensmittel, bei Nahrung. Ja, es gibt noch einen ganz normalen Brunnen. Es gibt noch einen ganz normalen Brunnen. Den müssen wir hier auch noch hinstellen. Machen wir den direkt gegenüber. Wird der denn verwendet? Nee, das ist sowas Dekoratives wahrscheinlich eher. Gebäude abreißen machen wir aber nicht. Oh, eine Windmühle. Eine Bäckerei, Windmühle, Getreidefarm. Gemüsefarm. Ja, ist es denn? Und Farmland. Wo kriegen wir das denn hin? Reicht das? Ob das hier reicht, die Area? Hier so mit Farmland? Das probieren wir gleich aus noch. Das kriegen wir doch noch hin. Ich baue mal zwei Brunnen. Einen Brunnen hier. Und einen Brunnen, den machen wir mal hier. Und genauso machen wir hier drüben vielleicht nochmal gegenüberliegend ein Lager. Es ist momentan schwer einzuschätzen, wie viel man von allem benötigt und ob das auch so sinnig ist. Aber das wird sich eben Stück für Stück ergeben. Nee, ich baue es, glaube ich, hier hin. Guck mal, hier ist Platz. So ein kleiner Platz ist hier.
Genau hier passt mich dann noch was Größeres daneben. Und dann bauen wir hier einfach noch so ein kleines Lager. Dann können nämlich die Himbeeren alle da eher hin. Und dann probieren wir das hier jetzt gleich mal mit der Farm aus. Die Frage ist, wie groß ist das? Ich habe gar nicht gerade die Ressourcen im Blick. Überhaupt nicht. Unterkünfte, Bevölkerung, Unterkünfte. Ich brauche wahrscheinlich mehr Unterkünfte. Bewohner 150, Bevölkerung 314. Bewohner. Also da muss auf jeden Fall mehr passieren. Stein und Holz, Nadelholz, Nadelholzbalken, Nadelholz, Feuerholz, Stein, Grenzstein, Werkstein. Hier haben wir jetzt Wasser, okay. Jetzt ist die Frage, holen die Wasser? Die werden jetzt gerade erst gebaut, die Brunnen. Ich glaube, es hat sich gerade Wasser... Ja, Wasser reduziert sich gerade. Stoff und Co., Seil, Rucksäcke, Schaufeln und Hämmer. Ach, ist das gut. Ohne Scheiß, solche Games sind immer gut. Da kann man einfach ein bisschen chillen. Gemüsefarm. Okay, das ist nicht wirklich groß, aber dazu kommt natürlich dann Farmland, was ich auch wiederum hier an so einer Straße machen kann. Und daneben ist die Getreidefarm. Wie machen wir das? Hier eine Straße runter. T-Kreuzung. Am Ende jeweils die Farm. Ich probiere es. Das könnte doch funktionieren. Also bisher auch von der Steuerung alles sehr, sehr schön intuitiv. Fühlt sich gut an. Fühlt sich, ja, wie gesagt, intuitiv, selbsterklärend an. So. Oh ne, das war schon richtig. Mach mal bis hier. Ah, anhand dieser Kästchen sieht man natürlich, inwieweit man wirklich im rechten Winkel dann ist. So sollte das doch so einigermaßen passen. Dass man dann eben auch viel platzieren kann. Platzieren. Und jetzt machen wir hier nochmal so einen kleinen Ausleger. Ich hoffe, das passt. Werden wir sehen. Nee, das war zu weit. Rechtsklick. Noch ein Stück zurück. Ich weiß nicht, ob man die Straße wieder abreißen kann. Ich hoffe es. So, jetzt ist platziert. Jetzt brauchen wir hier einmal die Gemüsefarm. Oh, schade. Ich hätte die gern vor Kopf. Kann ich das drehen? Ah, so halb, ne? So richtig nicht. Mache ich die einfach so? Oder wir machen das so. Und die Getreidefarm... Passt das? Ich glaube, das passt nicht. Kriegen wir das so gedreht? Nee, ich glaube, es passt nicht. So würde es jetzt gehen. Da muss jetzt hier doch noch ein bisschen Straße. Das war nicht so wie geplant. Aber vielleicht klappt das doch. Machen wir das einfach mal so. Dann kommt hier jetzt die Getreidefarm hin, in die Richtung. Okay. Dann können wir hier vielleicht noch eine Mühle hinmachen. Denn jetzt muss ja hier Farmland auch hin. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei. Ich mache das erstmal so. Gucken wir mal, wer das jetzt inwieweit bearbeitet, was da hinkommt, wie viel die überhaupt bearbeiten können. Es kommen so viele Leute hier immer noch raus. Alter. Ich meine, wir haben 300. Oh. Es war mal einer gerade weg. Und jetzt ist wieder ein neuer dazugekommen. Es schwankt die ganze Zeit. Ich brauche mehr Häuser bestimmt. Ich brauche mehr Häuser. Also im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich in die Bredouille komme. So, zu wenig Häuser, zu wenig Nahrungsmittel oder sowas. Im Moment sieht alles sehr entspannt aus. Oh, geht? Nee, geht nicht.
Dann machen wir es einfach hier hin. Warum geht es da drüben nicht? Vielleicht fehlt da einfach ein Kästchen. Kann das sein? Vielleicht fehlt ein Kästchen. Da muss ich gucken, dass das hier vielleicht gleich noch weitergeht. Wir gucken uns das gleich mit den Farmen erstmal noch an. Oh, guck mal, man sieht das so nach unten hin. Das baut sich, das zieht sich gerade alles so nach oben. Aus der Erde schiebt es sich hoch. So. Klappt das? Oh, guck mal, hier werden andere Sachen jetzt gelagert. Da lagert jetzt Feuerholz. Hm. Ist das Lager immer für eine Sache? Das wäre natürlich interessant. Oh. Ohohoho. Er hat aber viel Wasser. Sie schleppen ihm das ganze Wasser dahin. Und er schnappt sich das Wasser. Wie viele sind denn da drin? Drei. Drei, die jetzt rumrennen und förstern. Und da hinten höre ich schon wieder ein Wildschwein. Sag bloß, der Baum wächst jetzt. Jetzt hat er es gegossen. Er hat hier, glaube ich, gerade einen gepflanzt oben, ne? Okay, das ist gut, ey. Das ist gut. Es funktioniert einfach. Also die Anzahl, also ein so ein Förster funktioniert gerade wunderbar, um hier die gesamte Anzahl der Holzfäller zu versorgen. Wir haben auch ausreichend Holz. Jawohl. Die rennen hier rum, die holen Feuerholz. Ach, ist das schön. Jawohl, neues Haus wird hier gebaut. Ah ja, und die Farm. Sind die fertig? Nee, noch nicht. Fast 93%, 17%. Also, wir haben eine Gemüsefarm gleich. Auch cool, dass es so ein bisschen schräg steht, ne? Nicht alles so ganz in Reihe und Glied und statisch irgendwie, so steif. Zack, da ist es fertig. Mit einer kleinen Katze hinten drauf. Ja, nice. Miau. Vom Style her richtig cool, oder? Ja. Finde ich richtig gut. Sieht sehr cute aus. Alter, und die Leute sehen auch wild aus, ey. Halb wegrasiert, ey. Ja. So geht das. Und was machen die denn hier? Wait. Sind die schon am Farmern? Die hauen hier schon alles voll. Haben die ein die haben Radius. Die haben einen Radius. Kriegen die das noch mit rein? Aber das nicht mehr. Aber die kriegen das noch mit rein. Ah, die machen einfach alles voll. Jetzt ist natürlich die Frage, stehen die sich, sind die quasi direkt in Konkurrenz? Geht hier noch mehr? Braucht das? Brauchen die eine Straße? Nahe einer Farm platzieren, damit Farmer die Felder bearbeiten. Dann wäre das möglich. Und dann wäre das möglich. Oh, nicht das hier nicht. Wieso? Come on. Hä? Gibt's nur eine... Ne, hier geht's. Wieso da nicht? Falscher Untergrund? Bestimmt falscher Untergrund. Ja, falscher Untergrund. Kann ich das abreißen? Gibt es ein Destroy-Tool? Handelwege. Wait. Kann ich vielleicht einfach anklicken? Und entfernen drücken? Nee. Hm, da muss ich noch ein bisschen nachgucken. Verarbeitung und so weiter. Oh, die brauchen natürlich Wasser.
Aber sie kriegen auch Wasser. Hier ist das, was der Brunnen in der Nähe. Das ist gut. Also dieser Marktplatzbrunnen, der war fail. Ich meine, wir können hier immer noch ein bisschen Marktplatz ringsherum bauen. Hier ist ja noch ein bisschen Platz. Aber der ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein klassischer Marktbrunnen. Vielleicht mache ich hier einfach noch Wohngebäude hin. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Hier machen wir einfach nochmal ein paar Häuser hin. Sammlerhütte brauchen wir erstmal nicht. Holzfäller. Was ist hier mit Wohnhaus? Kleines Wohnhaus, coming soon. Okay, Wohnhaus kommt erst. Proviantmacher brauche ich. Marktbrunnen habe ich. Marktstand. Wir machen mal hier die Marktstände dran. Und zwar so im Anschluss. Also, wir machen hier eine Straße rum. Geht das anders? Ich glaube nicht. So. Kriegen wir das so hin? So. So. Probieren wir es aus. Markt. Zack. Hier auch. Halt. Markt. Zack. Was gab es hier noch? Eine Taverne. Werkstein und Tavernentische. Ich lasse erstmal nur diese zwei Marktstände, weil ich noch nicht weiß, was es bringt. Vielleicht passt hier hinten noch eine Taverne später hin. Proviantmacher. Den machen wir am besten irgendwo hier. Ja, den können wir direkt hier am Anfang auch haben. Wobei ich natürlich immer noch kein riesengroßes, so eine Town Hall oder so habe. Die wäre natürlich auch nice, ne? Ich mache den trotz allem mal hier relativ am Anfang. Setzen wir erstmal hier hin. Der braucht ja richtig viel Platz. Dann haben wir hiermit schon fast alles. Bergbau und Co. Das kommt alles später ran. Eine Weberei. Aber auch das kommt später. Da soweit sind wir noch nicht. Steinbruch. Steinmetz. Steinmühle. Sägewerk haben wir. Da gab es doch noch irgendwas mit Holzverarbeitung. Steinmetzhütte. Münzpräger, eine Weberei, Gildenhaus, Werkzeugschmied, Kohle und so weiter, Holzwerkstatt. Na guck, stellt her, Jagdbogen, Speer, Schild, Fackel, Holzstab. Also es geht auch so ein bisschen in die mystische, in die Magie. Waffenschmied, Rüstungsschmied, Militärakademie, genau, hier haben wir das, coming soon, Arkane Akademie. Gildenhaus bildet Arbeiter aus. Wir machen nochmal erstmal kleine Wohnung hier hin. Passen die hier? Come on. Eins und zwei kriege ich hier noch hin. Und dann ist hier schon wieder Schluss. Dann passt das mit der Straße schon nicht. Aber hier noch. Dann machen wir noch direkt eins gegenüber. Ja, das ist natürlich so ein Ding. Also Straßen abbrechen ist, glaube ich, schon wichtig. Neu connecten. Ich glaube, das wäre schon wichtig. Da muss ich gleich mal gucken. Oh, ich habe hier Ziele an der Seite. Siehst du, ich achte auf sowas gar nicht, ne? Schon direkt wieder komplett im Modus drin, ne? Einfach rumprobieren. Alter, wie das hier wächst. Rumprobieren und machen. Auch das Sägewerk, ne? Sind die am Limit? Die sind voll. Die sind einfach voll. Lager. Ja, man muss was abreißen können. Da muss ich gleich mal gucken. Damit man auch sowas hier einfach abreißen kann. Falls man hier was hinbauen will. Oder kann ich denen sagen, baut ab? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Oh, hier haben wir die Marktstände. Und es sitzen auch Leute drin. Die verkaufen Himbeeren. Hier auch.
Und er pflanzt hier fleißig Bäume. Träger bringen Zutaten von Jägern und Farmern zu den Marktständen. Hier werden die Zutaten an die Taverne verkauft. Oh wait, ist die Taverne essentiell? Schatzkammer. Ist die Taverne essentiell? Food. Gemüsefarm, Getreidefarm, Jagdhütte, Sammlerhütte. Windmühle und Bäckerei muss ich gleich noch machen. Taverne. Oh, die ist aber auch groß, ey. Passt die da hin? Die machen wir jetzt hier hin. Schön vor Kopf. Rams. Die Taverne am Ende der Welt. Sehr gut. So. Und was hatten wir gerade mit dem Getreide? Wait, es fehlt... Oh, guck mal, jetzt sind hier überall die... Die sind noch nicht fertig. Was fehlt? Werkstein fehlt. Wer macht Werkstein? Habe ich den Steinmetz? Jetzt geht's los. Erste Mal, dass etwas fehlt und dass man gucken muss, was habe ich hier eigentlich gemacht? Das ist doch wieder gut. Hier, Produktion, Steinbruch. Sammelt. Hier, den brauchen wir, den Steinmetz. Den Steinmetzen. Ja, jetzt ist hier alles voll. Es ist hier alles voll Holz. Kannst du dir doch nicht ausdenken. Ich muss mal eben suchen. Also auf die Schnelle finde ich jetzt gerade nichts, wie man was löschen kann. Wie kann ich denn sagen, dass hier vielleicht weniger Leute reingehen? Kann ich das? Priorität. Pause. Priorität? Nee, Pause. Ihr macht mal Pause, ihr Försters, Leute. Ihr forstet ja hier wild auf, ey. Ich sitze hier komplett in einem Wald. So, und die forsten jetzt hier erstmal schön weiter ab. Mit Prioritätsgebiet machen wir mal hier. Ist ja trotz allem noch riesig groß. Und dann gucken wir mal, dass die so ein bisschen was hier abholzen, damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe. So, jetzt wurde hier schon einiges wieder abgeholzt. Man sieht deutlich mehr Platz hier wieder. Also, es ist tatsächlich essentiell, dass man guckt, dass die Leute hier nicht alles komplett zupflanzen. Das ist ja krass. Überall die Bäume hier. So, es fehlen überall jetzt tatsächlich gerade diese Steine vom Steinmetz. Und wir können gerade noch nicht wirklich weitermachen. Was auch krass ist, die Leute gehen bis zur Grenze und nicht weiter. Also, dieses Erkunden, auch das ist wichtig. Zum Beispiel muss ich jetzt hier gleich gucken, dass ich hier die Area einmal erkunde, damit ich mehr Stein bekomme. Denn die Leute hier, man sieht's, hier ist ja der Mittelpunkt. Hier sollen sie, oder bis hierhin sollen sie arbeiten. Aber die haben nur diese eine Quelle hier. Und das waren 80 Steine. Jetzt sind es nur noch 13. Das heißt, hier die nächsten 80, 80, 80. Oh, war das hier Kohle? Das ist Kohle. Schau mal an. Das muss ich mir auch noch gleich alles holen. Da muss ich auf jeden Fall die Area erweitern. Und jetzt haben wir aber hier erstmal ganz wichtig die Produktionsstätte für Stein. Hier oben hat das noch ewig gedauert. Hier waren immer noch ein paar Setzlinge überall. Hätte ich gerne hier oben hingemacht, aber keine Chance. Deswegen haben wir jetzt hier den Steinmetz. Naja, muss man halt nächstes Mal ein bisschen anders bauen. Aber im Moment sieht das schon gut aus. Jede Menge Malocher kommen auch alle dazu. Jawohl. 60% schon fertig. Perfekt. Und da kommen sie alle an und helfen mit. Jo. Passt soweit. Guck mal, hier leben überall jeweils 10 Leute drin. Nachwuchs haben wir hier auch. Neugeborenes. Wird nicht angezeigt. Je nachdem wahrscheinlich, was man so an Lebensmitteln oder Komfort hat. Hier wird ordentlich gekocht. Die Proviantmacher. Das ist eben wichtig für die Leute, die dann erkunden, für die Kundschafter. Und hier wird ordentlich Gemüse angepflanzt. Alter, Kürbisse und Kohl. Sehr schön. Und hier sind die Felder komplett voll mit Kürbissen und Kohl.
gepflanzt. Cool, Spross, jawohl. Sehr gut. Pumpkin, auch schon fertig. Und hier die Farm, die ist natürlich noch nicht fertig, weil eben jetzt hier gerade noch die, ja, die Steine fehlen. Aber hier könnte noch eine zweite Reihe, oder? Geht das ein bisschen weiter drüben? Ne, hier ist der Ankerpunkt. Hier könnte jetzt natürlich noch... So, gucken wir mal. Die, das Farmland hin. Für die andere Farm. Wenn die das nicht auch schon nutzen. Die nutzen das direkt als Gemüse. Ist aber, glaube ich, gerade gar nicht so wild. Finde ich jetzt gerade gar nicht so schlimm. Dann sollen die das doch einfach machen. Ist jetzt eh gerade die Nahrungsquelle Nummer 1 sozusagen, die wir hier haben. Solange das andere noch nicht ready ist. Oh ne, das war jetzt hier... Ja, also löschen von Straße wäre schon irgendwie cool. Wahrscheinlich habe ich es einfach noch nicht richtig gesehen. Aber man kann es auch gerade irgendwie noch nicht anwählen. Muss ich mir nochmal angucken, ob es da irgendwie was gibt. Oder vielleicht kommt es... vielleicht ist es ein Bauarbeiter oder was. Vielleicht kann man das später machen. Mit Bauarbeitern. Werden wir sehen. So, das ist alles da. Hier ist er. Ist er fertig? Er ist fertig. Der Steinmetz. Drei Leute können rein. Gucken wir mal. Sehen wir schon Leute, die so aussehen wie Steinmetze? Hier nicht. Hier nicht. Na, gibt es keine Steinmetze mehr? Doch, da stehen sie jetzt. Da stehen sie jetzt bereit. Und jetzt sollten die doch auch ihre Lagerbestand, Stein, ihren Stein bekommen. Und da kommen sie an. Jawohl. Da kommen sie an. Hier wird jetzt ordentlich Stein gehackt. Und dann schleppen sie hier den Stein sofort wieder hin zum Steinmetz. Und der baut jetzt daraus, ganz wichtig eben hier, Grenzstein machen wir mal weg, das Häkchen. Wir brauchen erstmal Werkstein. Also Werksteine, das A und O, damit wir eben jetzt hier noch ein paar andere Gebäude herstellen können. Das sieht auch schon wieder gut aus hier. Schön rummeißeln. Und was hat er als erstes gemacht? Werkstein. Tatsächlich. Das sind die richtigen. Aus 1 Rohstoff kommen 2 verarbeitete. Hatte ich hier beim Holz auch gesehen. Na, dann kommt hier ein Balken rein. Und dann kommen die beiden Arbeiter. Die nehmen dann jeweils 2 Bretter. Oder vielleicht sind es sogar 4. Zap, zap. Und dann liefern die jetzt gleich. Genau, jetzt kommt der Nächste. Der liefert ihm jetzt hier den nächsten Stamm. So, zack. Und dann denkt er sich, boah, geil. Hier haben wir den nächsten Baumstamm. Den schmeißen wir jetzt einfach mal locker flockig durch die Säge durch. Aber gezielt, damit er genau in der Mitte zu 4 Brettern wird. Und dann rennen die beiden Lümmels hier direkt wieder los. Zack, zack. Grabben sich die Bretters. Und dann läuft das Ganze. Sehr schön. Und hier haben wir jetzt überall die Steine. Jawohl. 2 Kisten, der Stein, er haut das zurecht. Läuft. So, und jetzt müsste dann auch zum einen hier die Taverne ausgebaut werden, aber eben auch mit den Steinen. Da kommen sie an, die Grenzsteine, die Werksteine. Die fehlten noch. Zack, 1 und 2. Hingestellt, der Arbeiter ist sofort da, greift das Ding auf und legt los. Ich frage mich, ob das reicht. Ob das reicht. Ich glaube, ich habe bald keinen Stein mehr. Hier, siehst du? Alarm. Alarm. Kein Stein mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich das jetzt noch? Kann ich das noch ausweiten hier? Wo sind die Kundschafter? Wo sind hier? Entdeckerposten. Wachturm. Können entweder auf Patrouille gehen
oder die Grenzen deines Gebiets erweitern. Ja, das wollen wir. Entdeckerposten. Um unbekannte Gebiete zu entdecken. Das sind die... Ne, die brauchen wir nicht. Wir brauchen diesen Wachposten. Braucht 6 Stein. Hab ich noch Stein? Oh je, jetzt geht's schon los. Jetzt geht es schon los. Jetzt bin ich schon genatzt. Ich kann hier auch nichts hinstellen. Ich bin mehrfach genatzt. Hier könnte ich einen hinstellen, aber das bringt mir nichts. Ich brauche Stein. Und hier sind überall die Bäume im Weg. Stein. Nirgendwo Stein. Außer hier oben hin. Dabei habe ich den Förstern schon gesagt, komplett aufhören, ne? Die Förster, die machen schon nichts mehr. Es wird nichts mehr aufgeforstet. Jetzt wird erstmal nur noch abgeholzt. Aber das wird noch ein bisschen dauern hier. Wie viel Stein habe ich denn? 128, okay. 128 ist schon mal nicht so schlecht. Da muss ich bloß auch aufpassen, dass die jetzt nicht alles komplett verarbeiten. Weil dann stehe ich da und kann die einfachen Gegenstände, die einfachen Gebäude auch nicht mehr herstellen. Hier sind es 12. Und da sind es 10. Die sind auch schon bald fertig. Bedeutet aber auch wiederum, es sind ja immer 2. Also aus diesen 128 wird ja die doppelte Menge an Werkstein produziert. Das macht das ja ein bisschen entspannter. Trotz allem muss ich hier natürlich irgendwann erweitern, ne? Ich brauche dieses Teil hier. Dieses Dingen brauchen wir. Und es gibt auch keine Möglichkeit, hier gerade noch eine Straße zu setzen. Ich könnte die hier hinsetzen, aber geht das? Bringt's das? Hier? Aber was habe ich davon? Können patrouillieren? Oder die Grenzen. Also damals war es so, dass man die an die Grenze gesetzt haben und dann wurde halt ein Radius erweitert von Menge X. Ich könnte natürlich hier einfach mal einen hinstellen. Wir lassen das einfach mal hier erweitern. So, ich setze das mal einfach hier so hin. Dann verbinden wir das mal eben mit einem Weg. Können wir auch so schräg machen, oder? Ja. Da hinten passt die... Da hinten kommt die... Oh, fertig! Die Farmer passen da eh nicht mehr hin. Ist das hier vergammelt? Das ist vergammelt. Kürbis verrottet. Zu viel. Die holen sich jetzt bestimmt erstmal Wasser. Mais, Weizen und Flachs. Mais, Weizen und Flachs. Das ist gut. Und sie farmert hier auch schon wieder direkt hin. Alter, die sind aber auch eifrig mit ihrem Gemüse, ne? Überall das Gemüse. Da kommen die Weizenbauern gar nicht. Also die muss man weiter auseinander machen, ey. Die Ursprungsidee, das gegenüber zu machen, das war, glaube ich, schon ganz gut. Aber die Umsetzung der Straße ist da nicht so passend. Dann wäre vielleicht am Ende nochmal ein T-Stück interessant. Also hier runter... Hier rüber, T-Stück, Farm dran, T-Stück, Farm dran. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir gucken uns das hier jetzt mal an, wie das ist mit dem Grenzposten noch. Wie das da läuft. Hier bin ich soweit zufrieden. Hier wird auch ausgebaut, sehr schön. Hier kommen die ganzen Steine. Wie sieht es hier langsam aus? Es ist deutlich kahler alles. Kann ich hier schon ausbauen? Oh, das sieht gut aus. Den setzen wir doch direkt hier hin. Na, Moment. Ich warte noch ab. Vielleicht macht es doch mehr Sinn, den hier weiter oben hinzusetzen. Was passiert, wenn der ausgebaut... Wenn er ausgebaut ist?
Aufträge. Patrouille. Wegbereiter. Ein Waagehals. Eine Hexe. Eine weise Hexe. Zauberer. Mächtiger Zauberer. Mächtiger Zauberer. Machetenwegbereiter. Expertenwegbereiter. Soldat. Fortgeschrittener Soldat. Veteranenwache. Wache. Interessant, was es alles gibt. Was es alles gibt. So, jetzt ist die Frage, was passiert hier mit dem Rand? Gibt's einen... Wenn er das bis hierhin jetzt ausbaut, den Rand, das wäre gut. Wenn der Randstein jetzt bis dahin ausgebaut wird... So, wir sind bei 90%, 95% und... Fertig. Und es passiert einfach nichts. Fokuspunkt, Patrouille. Militärische Einheiten, Personal unterwegs. Wachen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich dachte, ich setze da ein Häuschen hin. Ach, guck mal hier. Mais ist gepflanzt worden, sehr schön. Die haben nichts zu tun hier. Die haben nichts zu tun. Ich pflanze jetzt hier noch schnell Getreide, so viel es geht. Jetzt rennen sie auch schon los. Ich kann hier noch Getreide pflanzen. Da vielleicht sogar noch. Ne, da passt es nicht hin. Da oben geht es nicht mehr. Jetzt kommen hier die ganzen Wachen. Wie sie aussehen, richtige Wachen mit so Speeren auf dem Rücken. Wenn die drinne sind, wird dann erweitert. Vielleicht ist das dann der erste Punkt. Dass es dann besetzt ist, das Gebäude. Rababam. Und? Nö. Nö. Einfach random. Lagerbestand Grenzstein. Ah! 120 Grenzsteine. Jetzt kommen die Grenzsteine hier an. Die sehen einfach genauso aus. Alter, ist das wieder gut. Ist das wieder gut. Die sehen einfach aus wie so kleine türkisene Pilze. Genau diese Pömpel jetzt hier. Jetzt kommen die Grenzsteine rein. Wird jetzt erweitert? Automatisch? Flip. Rein. 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 Grenzstein. Gebäude abreißen. Fokuspunkt Patrouille. Oh, guck mal, die laufen los. Die arbeiten jetzt an der Grenze. Zack, weitergemacht. Zack, weiter. So geht das. Zack und wieder. Und wieder weiter. Ja, nice. Ach, ist das gut. Wie so Pflasterer, Alter. Ist das nice. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und wahrscheinlich bis hierhin. Das ist einfach der Radius. Ja, das ist top. Okay, das wollen wir hier auch. Das brauchen wir auch hier. Ich mach das jetzt einfach hier hin. Rams. Und damit haben wir dann hier bis in die Berge, vielleicht bis hier hinter auch noch den Radius. Und dann geht's hier ab.
dann geht es ab. Was sagen unsere Steine insgesamt? 110. Das ist immer noch alles ganz entspannt. Ganz entspannt von den Mengen. Wir haben hier endlich die Taverne. Köche nutzen Zutaten von einem nahegelegenen Marktplatz, um Stärkung und Genussmahlzeiten zu kochen. Also von diesem Marktplatz. Ist natürlich praktisch, wenn der irgendwie noch mehr an Zutaten hätte. Und dann kochen die daraus Genussmahlzeiten, Stärkungs... Okay. Es läuft. Es ist natürlich so ein Ding, ne? Erster Versuch. Man testet sich natürlich erstmal ein bisschen durch. Und ich überlege halt jetzt schon, wie hätte man es anders machen können? Wie könnte man es optimieren? Schwer zu sagen am Anfang. Also bis jetzt muss ich sagen, platzmäßig sieht es noch ganz gut aus. Kommt man ganz gut zurecht. Was mich momentan ein bisschen stört, ist das Ding mit der Straße. Ich hoffe, man kann die wegmachen. Oder man kann sie später wieder abreißen. Vielleicht kommt das ja noch. Oder ich habe es einfach nicht gerafft. Durchaus möglich. Und irgendwann schnall ich's. Ja, Straße neu also abreißen, neu setzen, das wäre schon essentiell, glaube ich. Ganze Gebäude umsetzen, einfach verschieben, das ist, glaube ich, zu viel des Guten. Gibt zwar auch schon manche Games, wo das dann irgendwie machbar ist, aber abreißen, neu bauen, das ist, glaube ich, voll okay. Die sind hier. Okay, können wir einfach mal abreißen. Weil die haben hier gerade nichts mehr zu tun. Gebäude abreißen. Zack. Weg ist es. Na guck. Aber jetzt wäre halt ja der Weg hier nochmal praktisch, ne? Wenn man den auch abreißen könnte. Beziehungsweise, ja, wenn dann hier weiter mehr Platz ist, dass wir dann hier wieder das nächste Ding hinsetzen können. Wir haben gerade keine Sammler. Keine Sammler für Himbeeren und Co. Der Förster pflanzt das nicht, ne? Ne. Und ein Gärtner, die Gärtner sozusagen, Gemüsegärtner, die machen halt hier richtig Kohl und Kürbisse. So viel Kürbisse, dass sie sogar schon vergammeln, die Kürbisse. So viele Kürbisse. Hier haben wir Flachs. Genau, Leinsamen. Weizen, sehr, sehr geil. Und hier wird ordentlich erweitert. Tatsächlich, bis zu diesem Rand. Sogar noch ein bisschen weiter. Gehen die noch weiter? Ich glaube nicht. Doch, die gehen noch weiter. Damit komme ich tatsächlich fast, je nachdem, wie weit die hier noch machen. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Auch vom Radius, ne? Man braucht gar nicht so viele dicht an dicht. Also das, was die hier an Strecke erkunden, das ist schon top. Und machen noch weiter. Hätte ich ja fast nicht gedacht. Die kommen ja hier, da brauche ich ja das Teil hier bald gar nicht, ne? Aber jetzt habe ich's. Und die nächsten Dudes kommen hier hin und bauen das hier weiter aus. Und dann gibt das hier nochmal einen richtig... Hier ist der Radius. Bis hier drüben hin. Und wenn die noch weitermachen, hier kommt die Armee. Dann kriegen sie gleich ihre Steine. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier diese Steine auch nachmachen. Sie legen schon los. Weil von den anderen Steinen haben wir jetzt genug. Wir können gegenüber nochmal ein kleines Lager zum Beispiel hinsetzen. Kriegen wir das hier so hin? Guck mal hier. Nee, passt nicht. Hier hinten passt das auch nicht so ganz hin. Hier noch ein Lager. Wir setzen das einfach mal hier hin. Zack, ein Lager. Immer mal so kleine Lager sind, glaube ich, nicht verkehrt. Wobei halt ein zentrales Lager hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ich mache mal hier zwei Lager hin. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Also, bis jetzt richtig gut. Richtig schön, es wird größer, man baut es weiter aus.
Hier ist immer noch tatsächlich zentrales Lager. Hier sind wahnsinnig viele Sachen drin. Das sieht aus wie Erze oder sowas. Werkzeuge, Waffen, Grenzsteine, Seile, diese Päckchen. Und hier sehen wir auch, hier sehen wir auch die Leute. 500 Pioniere, theoretisch, bis zu 500 Pioniere. Kohle, Kupfer, okay. Rucksäcke und sowas alles. Nadelholzstämme. Wow. Und jetzt wird hier auch ausgebaut. Jawohl, sie legen los. Die Grenzen werden erweitert. Tipptopp. Ja, und wenn man dann eben im Zuge dessen und mit der Erkundung dann Stück für Stück eben neue Ländereien findet und dann eben auch andere Fraktionen. Keine Ahnung. Man sieht ja, man hat ja am Anfang, ne, in der Vorschau, in der Roadmap hat man ja gesehen, dass so Worgenartige und sowas. Andere oder so düstere Gestalten gab es ja da zu sehen. Also wenn das alles reinkommt, dann hat man ja schon einiges dann auch zu bekämpfen. Wenn man hier irgendwie so sich durch die Berge vorarbeitet. Oh, guck mal hier, Kupfer. Kupfer hier unten. Das haben wir sogar schon mit auf der Map. Guck mal, wie weit die macht. Oh, es gibt noch den äußeren Rand. Der Inner Circle. Und dann hier wieder der äußere. Oh, dann geht das ja weit. Oh, dann geht das ja weit. Hier ist er. Oh. Okay. Oh, dann haben die ja viel zu tun. Uff. Okay, das ist ja noch riesig. Bis hinter die Berge hier. Wow, okay. Noch besser. Und hier wird eingelagert. Ja, sehr schön. Direkt gegenüberliegend, es wird eingelagert. Dann ist hier vielleicht nicht so viel Stau. Zack, zack, zack. Na, aber doch, der Stau ist da. Ich glaube, sinnvoll ist es immer auf der gleichen Seite. Immer auf der gleichen Seite. Weil guck mal hier. Das ist ja wirklich... Also vorprogrammierter Stau. Sorry, ich muss da mal eben durch. Wie in einer Fußgängerzone, wenn du mal eben geradeaus durchrennst irgendwie und dann hast du da so einen Querschläger. Ei, ei, ei. Na. Aber es läuft. Und hier sind die Leute schon wieder am Werkeln. Stein, Stein, Stein und Kohle. Tipptopp. Bis hier oben hin. Tipptopp. Ja. Also, kann man noch machen. Ich glaube, ich werde auch mal die anderen Maps anfangen. Werde mir die alle mal angucken. Was da so passiert und was da so geht. Und wie das so vor allem aussieht. Und, ja, vielleicht auch mal was für einen Livestream oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass man hier einfach mal ein paar Stunden am Stück komplett durchzieht und guckt, was so geht. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Dickes fettes Dankeschön für das Sponsoren des Games. Sehr, sehr nice. Macht richtig Bock jetzt schon und ich freue mich auch schon auf, ja, auf den Early Access. 13. Dezember geht's dann los. Liegt bei 29,90. Also nicht ganz so happig, aber dafür, ich denke, wahnsinnig viel entspannte Gamezeit. Und es tut sich halt noch wahnsinnig viel, ne? Also die Vorschau, was alles noch gemacht wird und woran schon gearbeitet wird, was dann eben zum Early Access auch schon fertig sein soll, sieht super aus. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann gucken wir hier demnächst nochmal rein. Bis zum nächsten Mal.